Ich gebe zu, das würde mir dann doch ein bisschen schwer fallen. Nichtsdestotrotz, es war eine tolle Runde und den Rest machen die Richter. Es ist ganz still geworden, als sie reingekommen ist. Die Isabel Wert mit Weihegold. Titel Nummer 13 und 14 bei den deutschen Meisterschaften hat die Stute für Isabel Wert gesichert. Das klingt so blöd. Natürlich hat die Stute das nicht gesichert, sondern mit ihr zusammen. Erstaunliche Leistung schon in Rio bei den Olympischen Spielen. Das war schon irre. Und Isabel Wert sagt, sie hat sich seitdem noch mehr gefestigt. Sie ist noch mehr gereift. Auch die Stute wird ja wirklich sehr gezielt eingesetzt. Sie war dann nach Rio noch bei den Weltcup-Turnieren Lyon, Stuttgart und Amsterdam und dann in Omaha. Ja, das war's. Pause, dann Balve und jetzt hier. Dass die Stute sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, hätte vielleicht sogar niemand gedacht, dass da ganz, ganz viel drin steckt. Das hat Isabel Wert sehr früh gesehen. Es war ja mal ganz ursprünglich ihr Traum, vielleicht sogar zusammen mit Beatrice Buchwald, die die Stute ja zum Sieg im Nürnberger Burgpokal und im Louis-Dor-Preis geritten hat, in einem Team zu starten. Daraus ist zwar nichts geworden, aber die Stute, die ist, glaube ich, schon noch besser geworden, als Isabel Wert selber je erhofft hätte. Und sie sagt, das Erstaunlichste an diesem Pferd ist diese Balance, die sie hat. Sehr schön zu sehen in den Piaffen. Ich hoffe, wir sehen es gleich. Steht spitze. Nicht ganz, ganz optimal diagonal, wenn wir jetzt mal pingelig sein wollen. Und da hat er vollkommen recht. Ich habe ja vollkommen einen Blödsinn erzählt. Emilio war in Balve. Mein Gott, habe ich gestern hier schon mal gesagt. Jetzt war ich aber echt kurz durch den Wind. Bitte streichen. Titel 13-14 national mit Emilio. Und die Stute ist jetzt hier so rum. Danke nochmal. Und da ist aber genau das, was ich eben sagte. Diese Balance in der Piaf Passagetour. Da muss man schon so ein bisschen Gänsehaut kriegen. Sie hat nicht den Mega-Schritt im Raumgriff. Stimmt, aber seriell an die Hand, klarer Viertakt, genug im Fleiß, locker pendelnder Schweif, zufriedenes Pferd. Das ist absolut abgefahren, wie still das in so einem Stadion sein kann plötzlich. Man traut sich kaum was zu sagen. Dieses Engagement. Und das nimmt die mit in die Piaffe. Und das nimmt die mit in den Übergang hier. Das ist schon sehr aufregend. Jetzt ist nur praktisch das zweite Mal gefragt. Jetzt hier angaloppieren, jetzt wirklich. So, da kommen meine Noten oder ein paar. 10 für die Werfe, 10 für den Übergang.
Ja, wir haben das. Wir haben den Emilio gestern gesehen. Da hatte sie beide Wechseltouren mit Fehler. Der war auch so ein bisschen griffig drauf. Ich könnte mir vorstellen, die ist heute hellwach. Das ist sowieso, ist ja logisch, aber passt vielleicht bei den Wechseltouren sogar noch ein bisschen mehr auf als sonst. Noch mehr Zehner für Piaffe und Übergänge. Spitze. Dieses Pferd ist einfach unglaublich in sich geschlossen, trägt sich mit einer unglaublichen Beständigkeit auf dem Hinterbein. Kleinste Pirouette optimal ausgeleitet. Na, hat sie sie zweimal auffordern müssen für den Wechsel oder sah das nur für uns so aus? Die erste war schöner. Übrigens eigentlich blöd formuliert. Die erste war noch schöner. Eine 9. Für die Zickzack-Traversale haben wir heute noch nicht gehabt. Gibt es überhaupt selten, nebenbei bemerkt. Was für eine Energie da drin steckt in dieser Stute auf dieser Mittellinie. Ja, war vielleicht ein ganz bisschen Übereifer auf der Zielgeraden, aber was für eine abgefahrene Runde. Meine Güte nochmal. Das war schon eine wirklich abgefahrene Runde. Himmel, sagt Zement. Da hat sie aber wieder einen rausgehauen hier, die Isabel Wehrt und diese Stute, ich möchte mich fast ein bisschen bei Weihegold entschuldigen. Ich gebe zu, ja, sie hat den Burgpokal gewonnen, ja, sie hat den Louis-Dor-Preis gewonnen. Aber dass diese Stute so über sich im Grand Prix-Sport hinauswächst, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Sensationell, sensationelles Pferd. Und die geht hier raus, als ob sie sich noch innerlich ein Liedchen pfeift. Das ist diese Balance, die das Pferd nach außen hat, in der Piaf Passage vor allen Dingen sichtbar, hat die auch innerlich. Und das ist ja, glaube ich, so der letzte E-Punkt auf der Genialität dieses Pferdes. Und da muss man jetzt schon auch mal ganz kurz sagen, Mensch, da haben die Züchter, die Besitzer, das Ehepaar Ernst Krogmann, echt was richtig gemacht, denn sie haben von Anfang an unheimlich an diese Stute geglaubt. Sie haben von Anfang an gesagt, die ist was Besonderes. Ja, stimmt. Doppeltes Ausrufezeichen, das war toll. Isabel Wehrt und Weihegold. Und das wird, glaube ich, eine verdammt spannende Wertung, die wir jetzt gleich zu sehen können. Und ich würde doch, glaube ich, in sonst was beißen, wenn da nicht die 8 davor steht. Minimum, hätte ich jetzt fast gesagt. Da gibt es dann zum Beispiel, hier kriege ich noch so ein paar Noten. Also wir haben 7 Richter, der letzte Übergang, Passage 83,157. Es geht hoch bis zur 85 und wir sind hier im Grand Prix. Und wer das so ein bisschen verfolgt, der weiß, diese hohen Noten werden natürlich sowieso super selten erreicht, das ist ja eh klar. Aber dann auch schon eher nochmal, der Kür ist auch ganz klar, aber eher auch nochmal im Spezial als im Grand Prix. Eine 83er Wertung im Grand Prix, das gibt's sowas von selten.
Und ich werde mir den Spaß machen. Das geht jetzt allerdings nicht ganz so schnell. Und mal gucken, wie oft Isabel Wert mit Weihegold schon eine 83.